Hi Leute, also heute kommt mein erster Halloween-Look für dieses Jahr und zwar ist es eine Meerjungfrau und ja, also ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was könnte ich für einen Halloween-Look machen, was ein bisschen ausgefallener ist, weil so Vampir-Looks und sowas ist ja als Standard. Ich werde wahrscheinlich sowas auch noch machen, weil einer angefragt wurde, also ich weiß nicht, ob ich den mache oder die Julia, kommt drauf an, aber ja, so also dann habe ich mir gedacht, ich mache eben eine Meerjungfrau, ist zwar jetzt nicht hundertprozentig das Halloween-Thema, aber ich wollte einfach irgendwas Kreatives machen. Und es passt noch ganz gut dazu, weil die Jule und ich wollten eine Reihe starten, und zwar die vier Elemente. Die Jule wird Feuer und Luft machen und ich mache Wasser und Erde. Deswegen ist das gleichzeitig auch schon mein Luft-Make-up. Das Erde-Make-up folgt jetzt irgendwann mal in näherer Zukunft. Ich habe keine Ahnung, wann ich es machen werde. Ja, und der Look, wie gesagt, der eignet sich perfekt für Halloween, für Fasching, für Themenpartys. Er wäre natürlich wesentlich schöner noch, wenn man geairbrushed hätte, da jetzt aber wahrscheinlich da draußen nicht jeder ein Airbrush-Set hat. Und das eigentlich auch so zu machen ist, wollte ich euch zeigen, wie das geht. Ihr braucht dafür folgende Sachen. Ihr braucht dafür einfach grüne oder blaue Lidschatten. Ich arbeite in dem Fall mit denen von MAC, einmal mit dem Sea & Sky Duo. Da gibt es wirklich fast das gleiche. Das ist natürlich schöner pigmentiert, aber fast das gleiche gibt es von Maybelline. Das sieht auch exakt gleich aus. Da gibt es mehrere Farbkombinationen. Und dann das Steamy, auch von MAC. Da gibt es genauso bei M&Y einfach diese Lidschatten oder bei Bourjois gibt es einen ähnlichen. Vorsicht bei dem beim Bourjois. Der hat einen wesentlich gröberen Glitzer drin. Genau, und was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Schablone, dass ihr einfach das so hinkriegt, dass ihr dieses Schuppenmuster, sage ich jetzt mal, so hinkriegt. Und dafür braucht ihr entweder, ich glaube, ich zeige es euch hier gleich im nächsten Schritt nochmal, aber ich weiß es einfach nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ihr braucht einmal so ein Gitter, das hier ist in dem Fall von einem Kartoffelsack. Ja, oder ihr könnt theoretisch auch eins von so einem Obstsack nehmen. Da würde ich euch empfehlen, nehmt das hier nicht. Außer ihr habt wirklich wahnsinnig viel Geduld, weil das macht zwar das schönere Schuppenmuster. Ich habe es auch damit schon mal gemacht. Aber wie ihr seht, das ist dehnbar. Und dadurch verpatzt ihr es mit der Farbe, weil ihr müsst wirklich nachher, wenn ihr die Schablone auflegt, ich zeige euch das dann, die wirklich exakt so lassen. Weil sonst verschmiert einfach die Farbe und dann habt ihr einfach das Muster nicht so. Genau, dann braucht ihr noch falsche Wimpern und das war's eigentlich. Also ich habe hier noch, wie ihr seht, so kleine Glanzpunkte gesetzt mit einem Eyeliner. Was natürlich auch super schön ist für sowas, sind Pailletten. Ich habe zum Beispiel, wo habe ich es jetzt hingelegt? Ach egal, von dem Bastelladen habe ich so schillernde Pailletten gehabt. Die wollte ich eigentlich noch einbauen ursprünglich. Und zwar wollte ich die ursprünglich auf die Augenbrauen kleben. Das hat aber dann wahnsinnig schön und niedlich ausgeschaut. Wer das so haben möchte, der soll das auf jeden Fall machen. Das Ding ist einfach, dass für mich Halloween jetzt nicht wahnsinnig was Schönes ist, sondern was eher was ein bisschen Gruseligeres. Ich meine, das ist jetzt nicht wahnsinnig unheimlich, der Look. Aber ich wollte es halt dann noch ein bisschen böser haben und deswegen habe ich einfach die Augenbrauen etwas stärker betont. Wer aber den niedlichen Effekt haben will, Pailletten auf den Augenbrauen schauen irgendwie ziemlich süß aus. Ja, was gibt es noch zu sagen? Kette rutscht da nicht davon. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das war es jetzt eigentlich schon. Also, wer irgendwelche Fragen hat oder so, wie immer, schreibt es einfach unten hin. Und ja, wer wissen will, wie es jetzt weitergeht, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Bis gleich. Also, bei dem Look ist es wirklich wichtig, dass ihr mit Farben arbeitet, also dass ihr mit verschiedenen Pinselgrößen arbeitet, weil euch das einfach das Schattieren und so wesentlich erleichtert. Und ich nehme jetzt einfach am Anfang mal so einen sehr schmalen, sehr dünnen und kleinen Pinsel und werde jetzt mit der Steamy Farbe von MAC mal diese Maske vorzeichnen. Und ich sage es euch gleich, ich werde relativ wenig erklären, also am besten, ihr schaut es einfach gut zu, weil das eben so ein kleines Gefuzel ist teilweise, dass es richtig schwer ist, da jetzt was zu erklären. Also setzt ihr hier an, ihr könnt natürlich jede Maskenform nehmen, das ist eben nur ein Vorschlag. Und ich würde euch empfehlen, beim Vorzeichnen, nehmt auf jeden Fall die hellere Farbe. Und wenn ihr hier beim Auge vorzeichnet und jetzt euch an die Form haltet, die ich euch zeige,
dann lasst auf jeden Fall das Auge offen. Also könnt ihr exakt bestimmen, wo die Linie liegen soll. Und wie gesagt, ich zeichne jetzt wirklich nur vor und schattiere nicht aus. Und da, wo ich jetzt die Farbe nicht präzise auftragen werde, sondern auslaufen lasse, deute ich das einfach so ganz leicht mit dem Pinsel an, so in etwa. Also wirklich leichter als oben. Und ja, dann beginne ich eh schon auf der anderen Seite. So, und wenn ich jetzt die Grundform habe, beginne ich das langsam auszuschattieren. Und für die Ränder nehme ich auf jeden Fall noch diesen dünnen Pinsel. Und beginne dann einfach hier wirklich präzise zu arbeiten. Und ich werde die Farbe auch leicht in die Augenbrauen einarbeiten. Zu unten kommen wir später. Jetzt nehme ich einen leicht angeschrägten, breiteren Pinsel. Die Borsten sollten ein bisschen fluffiger sein. Und beginne jetzt hier auch in die Schläfe zu gehen. Ihr könnt sehr ruhig auch einen großen Pinsel verwenden. Damit kann man natürlich schneller arbeiten. Und arbeitet jetzt die Farbe in so kreisenden Bewegungen ein. Und ihr müsst halt auch immer berücksichtigen, habt ihr die Haare zurück, habt ihr die Haare offen. Wenn ich die Haare jetzt so habe, dann werde ich nicht ganz in die Haarlinie reingehen. Habt ihr die Haare jetzt zurückspangelt, würde ich euch das schon empfehlen, weil sonst habt ihr so ein komisches Loch drin. So, und dann gehe ich etwa bis hierher und wiederhole das jetzt noch auf der anderen Seite. So, und jetzt braucht es ja ein Gitter als Schablone. Ich habe dafür von so einem Kartoffelsack das Gitter verwendet. Ihr könnt es zum Beispiel auch von einem von so einem Obstsackerl könnt ihr auf jeden Fall auch das verwenden. Ich sage euch nur, das würde ich auf jeden Fall bevorzugen, weil das ist stabil. Das hier lässt sich dehnen und ist eindeutig schwerer zu arbeiten, macht aber auch die schönere Form. Ich werde jetzt trotzdem mit diesem Kartoffelsack arbeiten und da legt ihr euch das einfach auf den gewünschten Bereich hin und spannt es mit den Fingern. Und wichtig hierbei ist, dass während ihr arbeitet, ihr die Form nicht verändert, weil sonst kriegt sie das nie wieder so hin wie vorher. Und dann nehme ich den Pinsel, nehme wieder diese Steamy-Farbe und gehe einfach so in leicht kreiselnden Bewegungen drüber. Und wie weit ihr das jetzt macht, könnt ihr selber entscheiden. Ob ihr jetzt den ganzen Stirnbereich reingeht oder das hier mittig einfach heller werden lasst. Das könnt ihr einfach selber nach Geschmack entscheiden. So, wie ihr seht, ergibt es so ein total geiles Muster auf der Stirn. Und an den Stellen, wo ihr vom Muster in die Farbe reingeht, könnt ihr auf jeden Fall noch leicht verblenden, indem ihr einfach den Pinsel nehmt und ganz leicht so in die Übergänge noch reingeht. So, und dann beginne ich unten das auszumalen. Nehme ich wieder den dünnen Pinsel und gehe wieder hier einfach an die Stellen, wo ich nicht mit dem Gitter arbeiten werde. Beim Gitter braucht es ein bisschen Übung. Vor allem das Wichtigste ist, dass euch das Gitter auf keinen Fall verrutscht, weil danach ist das ganze Muster einfach kaputt.
Aber mit ein bisschen Übung geht das eigentlich ganz easy und ihr könnt halt total geile Effekte damit erzielen. Da könnt ihr übrigens alles machen, was übrigens auch voll schön ausschaut, sind Torte, also diese Böden, wo man die Torte drauf stellt. Da kriegt man auch richtig schöne Effekte hin. So Blumenmuster oder Schnörkel. So. Und dann werde ich hier auch schön mit dem Gitter arbeiten. Wichtig ist, wenn ein bisschen Farbe dran ist, müsst ihr einfach mit dem Taschentuch ein bisschen abtupfen. Einfach das Taschentuch und säubert das so leicht an der Hand. Und dann gehen die Überschüsse von der Farbe auch schon runter. So. Und dann nehme ich das Gitter wieder, lege es mir so hin, wie ich es haben möchte. Nehme wieder diesen fluffigen Pinsel. Und gehe hier wieder mit der Farbe drüber. So, und jetzt arbeite ich zuerst vorne damit und lasse das hier so weich auslaufen. Und dann nehme ich einen anderen Pinsel, nehme jetzt die blaue Farbe, und zwar ist es das Sea and Sky von MAC. Hätte ich vielleicht vorher auch machen sollen. So, nehme die dunkle Farbe und gehe jetzt hier oben drüber. Und nachher gehe ich da auf jeden Fall mit der blauen Farbe noch an den Rand hin. Ich möchte hier einfach ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen einen Farbunterschied einfach noch damit kreieren. Dann kontrolliere ich immer noch ein bisschen und dann könnt ihr das langsam abnehmen. So, und dann habt ihr das Muster auch hier. Und dann werde ich einfach diesen dünnen Pinsel noch nehmen, nehme die Sea and Sky Farbe, also diese blaue, und gehe hier nochmal verstärkt in diese Linie. Und schattiere das hier schön ein. So, wenn ihr dann beide Seiten habt, dann nehmt ihr wieder die dunkle Farbe und beginnt hier auch vorne einfach die Sachen noch genauer zu schattieren. Ich nehme dafür wieder diesen ganz dünnen Pinsel. Und die Stellen da, wo die Haut durchschimmert, die werde ich auch genauso lassen. Ich nehme jetzt noch so einen Extreme Art Liner von Gosh in Blau, und zwar in Dunkelblau. Sehr schöne Alternative dazu wäre noch dieses Grün-Türkis-Blau. Ich nehme jetzt das Dunkelblau und setze hier noch ganz kleine Punkte an die Linie dran. So, für die Augen selber nehme ich jetzt noch einen blauen Kajal, der ist von der alten Look-Kollektion, und gehe damit in die Wasserlinie. So, und dann werde ich noch ein bisschen die Form vom Auge verändern. Und zwar könnt ihr dafür entweder einen Eyeliner nehmen oder einen Gel-Eyeliner oder einen Kajal. Ich nehme einen Kajal, und zwar den von Look, einen schwarzen, und werde jetzt einfach noch ein bisschen die Augen vom die Form vom Auge in die Länge ziehen.
So, und auch bei den Augenbrauen werde ich jetzt noch ein bisschen mit einem schwarzen Kajal zwischen die Augenbrauen gehen. Einfach indem ich so ganz kleine Striche dazwischen setze. Das Ganze könntest du natürlich auch mit einem Augenbrauenstift machen, ist natürlich die bessere Variante. Aber da fast niemand wirklich schwarze Augenbrauen hat, besitze ich auch keinen schwarzen Augenbrauenstift. Und da könntest du entweder die Farbe ein bisschen verändern oder einfach ein bisschen markanter machen. Ich werde es in dem Fall einfach ein bisschen markanter machen. So, und dann werde ich noch Wimpern aufkleben. Und zwar nehme ich da so ganz extravagante. Das sind hier in dem Fall solche. Ich weiß leider nicht, woher die sind, weil es auch ein Geschenk war. Aber ich werde die jetzt einfach aufkleben. Und ihr werdet sehen, das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Sieht aber auch ziemlich verrückt aus. So, und wie ihr seht, verleihen es die Wimpern im Ganzen noch so den letzten Schliff. Und ja, für die Nase zum Beispiel könnt ihr jetzt noch ein bisschen konturieren, dann wirkt das Ganze auf jeden Fall noch cartooniger, wenn ihr den Effekt haben wollt. Und ja, genau, für die Lippen könntet ihr jetzt mehrere Varianten machen. Entweder ihr lasst sie so oder ihr verteilt es noch ein bisschen an Lidschatten einfach mit dem Finger so leicht auf der Lippe, um dem so einen leicht grünlichen oder leicht bläulichen Schimmer zu geben, je nachdem, was ihr da wollt. Oder was auch noch eine ganz coole Variante ist, dass ihr einen Lidschatten mit ein bisschen Lipgloss auf dem Handrücken mischt. Also du hast das Lipgloss raus aus der Tube, dann den Lidschatten drauf, dann mischst du das mit einem Pinsel und dann könntest du es auch ganz cool auftragen. Mir gefällt die Variante echt ganz gut. Ich glaube, ich werde jetzt so einen leichten Schimmer noch drauf machen. Und zwar nehme ich bei diesem Sea and Sky diese obere Farbe. Und verteile die wirklich nur so ganz leicht auf der Lippe. Und lasse es dann schon. Ja, und das ist jetzt eigentlich schon gewesen, der Meerjungfrauen-Look. Meerjungfrauen-Look. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen was Ausgefalleneres, ein bisschen was Kreativeres. Eigentlich genauso was, was mir nicht voll taugt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, falls ihr Wünsche für Halloween habt, für irgendwelche Looks, schreibt es uns einfach. Gut, also dann. Tschüss!